Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um ein natürliches Antibiotikum und ich behaupte, es ist wirklich das stärkste natürliche Antibiotikum, das man herstellen kann. Vor allem kann man das ganz, ganz easy selber herstellen und diese beiden Zutaten hat man eigentlich wirklich zu Hause. Und zwar geht es um Kurkuma-Pulver, um hochwertiges Kurkuma-Pulver, natürlich unbehandelt. Das heißt, die Knollen bzw. Pflanzen wurden nicht durch Chemie belastet und es geht um Honig. Das ist die zweite Zutat und ich spreche hier auch von hochwertigem Honig, am besten wirklich von dem Imker eures Vertrauens, der Honig unter biologischen Umständen herstellt. Denn ich spreche nicht von dem Honig aus der Drogerie, der ganz, ganz viel raffinierten, also industriell hergestellten Zucker enthält und dann auch noch gestreckt wird. Den Honig kann man meiner Meinung nach in der Pfeife rauchen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Also achtet wirklich auch darauf, wo ihr euren Honig kauft. So, ich habe natürlich jetzt vor diesem Video hier diese Masse hergestellt aus Honig und Kurkuma. Die sieht dann so aus. Ich habe jetzt gerade hier schon einen Teelöffel in mein heißes Wasser gegeben. Deswegen ist jetzt hier nur noch so wenig vorhanden. Ich bin jetzt aktuell überhaupt gar nicht krank, aber trotzdem möchte ich einfach im Winter mein Immunsystem ab und zu einfach mal pushen und so ein bisschen auch entlasten. Genau, wie gesagt, so sieht es aus. Es ist dann die Paste, die ich aus Kurkuma und Honig angemischt habe. Die könnt ihr dann in euer heißes Wasser oder in euren Tee geben und trinken. Wie genau und wie oft man das machen sollte, was man dabei beachten sollte und so weiter und so fort, da komme ich noch im Laufe des Videos drauf. Ich möchte jetzt ganz gerne aber erklären, warum ausgerechnet Kurkuma und Honig so ein tolles, natürliches Hyperantibiotikum, möchte ich schon fast sagen, zusammen ergeben. So, also einige von euch wissen bestimmt ja schon, dass ich Kurkuma auch so einnehme, einfach um meinen ganzen Organismus vor Entzündungen zu schützen, beziehungsweise vorhandene Entzündungen immer so gering wie möglich zu halten, dass mein Körper nicht auch unnötig belastet wird und andere Krankheiten sich dann irgendwie dadurch entwickeln können. Und über Honig an sich habe ich auch schon mal zwei Videos gedreht, einmal über den hochwertigen Manuka-Honig, den ihr hier an dieser Stelle auch verwenden könnt. Das ist natürlich das Optimalste. Manuka-Honig ist aber leider relativ teuer, deswegen verwende ich einfach hochwertigen biologischen Honig an dieser Stelle. Es ist ja auch so, dass wenn ihr Honig in lauwarmem Wasser auflöst, Wasserstoffperoxid austritt, also H2O2. Vielleicht kennen die einen oder anderen sich damit aus, aber dadurch gehen ja auch ganz, ganz viele Pathogene im Körper schon mal kaputt. Dazu kommt auch noch, dass wenn wir jetzt chemische Antibiotika einnehmen, unsere Darmflora wirklich sehr, sehr geschwächt wird. Es kommt natürlich darauf an, was für ein Antibiotikum wir nehmen und wie lange. Aber in der Regel wird unsere Darmflora geschwächt, unser Mikrobiom gerät außer Fugen, also aus dem Gleichgewicht. Und deswegen machen ja auch ganz, ganz viele Menschen, die Antibiotika eingenommen haben, eine Darmflora-Aufbaukur. Das gibt es ja auch. Und dieser Fakt fällt natürlich weg, wenn man ein natürliches Antibiotikum verwendet. Meiner Meinung nach ist dieses Antibiotikum wirklich, wie ich schon gesagt habe, ein Hyperantibiotikum. Also hilft wirklich sehr, sehr verlässlich. Diese Erfahrung habe ich gemacht. Dennoch muss ich natürlich an dieser Stelle sagen, wer wirklich ernstzunehmende Krankheiten hat oder sich wirklich ernst zunehmend nicht gut fühlt, sollte natürlich einen Arzt zur Hilfe ziehen und sich gründlich untersuchen lassen. Gegebenenfalls müssen hier dann auch chemische Antibiotika verabreicht werden. Dennoch habe ich bisher es immer auf natürlichem Wege versucht. Es gibt natürlich auch noch andere Rezepte mit Chilischote, Ingwer und so, wie man ein Antibiotikum herstellen kann. Aber ich verwende wirklich immer, wenn ich merke, es geht noch, bei einer beginnenden Blasenentzündung beispielsweise oder bei einer beginnenden Bronchitis, dieses natürliche Antibiotikum und muss sagen, ich habe wirklich wahnsinnig gute Erfahrungen damit gemacht. So. So viel mal dazu. Aber jetzt, warum ausgerechnet die Kombination Kurkuma und Honig? An sich sind ja die beiden Zutaten ja schon sehr, sehr starke Wunderwaffen. Und zudem wirkt ja Honig auch noch antimykotisch und antiparasitär. Das heißt, Honig hilft gegen Pilze, also bei der Bekämpfung von Pilzen, beispielsweise auch dem Candida-Pilz und bei der Bekämpfung von Parasiten. Wir alle sind ja großenteils, würde ich jetzt mal behaupten, wirklich durch Parasiten auch belastet. Auch unser Darm wird dadurch in Mitleidenschaft gezogen und Honig wirkt, wie gesagt, antiparasitär. Dazu kommt dann auch noch, dass hochwertiger Honig Polyphenole enthält. Und Polyphenole sind sekundäre Pflanzenstoffe. Diese sind beispielsweise auch im CBD-Öl enthalten. Aber diese Polyphenole, die verursachen eben, wie Kurkuma auch, dazu komme ich gleich noch, dass sich freie Radikale im Körper ausbreiten. Und die freien Radikale sind ja wirklich Krankmacher und zellschädigend. So, jetzt aber kurz zum Kurkuma noch. Der Inhaltsstoff von Kurkuma ist ja Kurkumin. Und Kurkumin wirkt bekanntlich antientzündlich. Das heißt, er wirkt gegen jegliche Art von Entzündungen. In Klammern ausgenommen, was ich weiß, bei Gallenblasenentzündung sollte man keinen Kurkuma einnehmen, weil Kurkuma die Magensäure im Magen verstärkt und anregt. Das klingt jetzt für
manche vielleicht erstmal so ein bisschen paradox oder komisch, weil es heißt ja, wenn man Magenschleimhautentzündung hat oder generell wirklich Darmprobleme hat, Magenprobleme hat, entzündliche Erkrankungen, Colitis ulcerosa oder auch Morbus Crohn, sollte man Kurkuma einnehmen. Und wenn ihr jetzt denkt, das ist aber komisch, dann wird ja noch mehr Magensäure produziert, dann habe ich ja noch mehr Sodbrennen. Da ist an dieser Stelle ein Denkfehler, denn obwohl mehr Magensäure produziert wird, hemmt Kurkumin sozusagen die Entzündungsmediatoren, die eben dafür zuständig sind, dass die Entzündung überhaupt vonstatten geht. Weiter kommt dann noch dazu, dass Kurkumin antioxidativ ist. Und antioxidativ ist beispielsweise ja auch Vitamin C, das heißt, also Ascorbinsäure, das heißt, dass Kurkumin auch freie Radikale bindet und so dafür sorgt, dass sich freie Radikale nicht noch weiter in unserem Körper ausbreiten. So, und wenn wir jetzt diese beiden Komponenten von Kurkumin und von Honig zusammenlegen, dann haben wir die geballte Kraft in Form von diesem natürlichen Antibiotikum hergestellt. Und zwar haben wir dann eine antiparasitäre Eigenschaft, das heißt, es hilft gegen Parasiten. Eine antivirale Eigenschaft, das heißt natürlich, es hilft auch gegen Viren. Plus eine antibakterielle Eigenschaft, hilft gegen Bakterien. Antimykotisch, hilft gegen Pilze. Und antioxidativ, das heißt, freie Radikale können sich nicht ausbreiten, sondern werden gebunden. Und wenn man sich vorstellt, eben durch die Einnahme von diesem Kurkumin-Honig-Extrakt, sage ich mal, oder diesem Gemisch, den Körper so zu entlasten, dass das Immunsystem sich komplett eben auf die Stelle konzentrieren kann, in der unser Körper gerade sozusagen kämpft. Wenn es jetzt beispielsweise eine Blasenentzündung ist, die Blase, wenn es jetzt beispielsweise die Bronchien sind, dann eben die Bronchien. Dann kann hier wirklich viel, viel stattfinden und dem Körper wird eben einfach geholfen, das eigene Immunsystem, die eigenen Abwehrkräfte zu aktivieren und diese Krankheit bzw. Entzündung zu überwinden. Und nicht in Form davon, wie bei chemischen Antibiotika, dass auch noch die Darmflora geschwächt wird. So, ich hoffe, ich habe das bis zu diesem Punkt hier verständlich erklärt. Es ist ja wirklich eigentlich logisch. Ich sage immer, wenn ich was ausprobiere, wirklich was hilft, ist gut. Und ich habe das bisher immer ausprobiert. Einmal kam ich nicht drum rum und habe ein Antibiotikum genommen. Da hatte ich eine Nierenbeckenentzündung, die sehr, sehr spät erkannt wurde. Damals habe ich auch Fluoquinolone bekommen. Das war natürlich sehr, sehr schlecht. Darüber habe ich auch ein Video gemacht, weil Fluoquinolone ganz, ganz oft verschrieben werden und wirklich ganz, ganz schlimme, nachhaltige Nebenwirkungen auch mit sich bringen können. Dennoch sei an dieser Stelle angemerkt, dass diese Wirkung von Kurkuma-Honig, gerade eben dieses Gemisch, das man sich hier zusammen mischt, nicht wissenschaftlich bewiesen ist. Meiner Meinung nach ist es aber so, es wurde nur noch nicht bewiesen, weil es noch nicht überprüft wurde. Aber, wie gesagt, ich bin immer der Meinung, was hilft, ist gut. Und wenn man jetzt eine Erkältung hat und das ausprobiert, bei einer Erkältung kann sich ja eigentlich nichts fehlen und es wirklich hilft und man ein gutes Gefühl dabei hat, so war das bei mir auch, dann kann man es ja beim nächsten Mal immer noch ausprobieren, wenn man anfängt, sich irgendwie schlechter zu fühlen. Natürlich ist es so, wenn man sich ganz schlecht fühlt, ist jeder für sich selber verantwortlich, sollte man unbedingt ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Aber jetzt möchte ich euch noch ganz kurz erzählen, wie ich eben dieses Gemisch herstelle und vor allem, wie man oder wie viel ich dann davon immer einnehme. Also ihr könnt dieses Gemisch übrigens auch auf Vorrat machen, wenn ihr jetzt wirklich sagt, ihr habt jetzt eine Erkältung und eine Erkältung dauert, ja, man sagt immer, egal ob mit oder ohne Tabletten, dauert sie 7 Tage. Dann könnt ihr das auch auf Vorrat machen und beispielsweise jetzt 200 Gramm Honig nehmen und mit 30 Gramm Kurkuma-Pulver vermischen und dann einfach in den Schrank stellen, dunkel lagern, durchmischen, dass wirklich so eine gute Konsistenz entsteht und dann immer einnehmen. Ich mache das immer eigentlich relativ frisch, dann nehme ich einfach einen Teelöffel mit Honig und so ein Sprüher Kurkuma-Pulver. Ihr merkt es ja dann, ob ihr noch mehr von dem Pulver hinzugeben müsst oder ob ihr noch mehr von dem Honig dazugeben müsst. Dass so eine schöne Konsistenz rauskommt, das löse ich auch mal den Rest noch auf, dass das auch weg ist. Und zu der Dosis könnt ihr wirklich einmal pro Stunde euch einen heißen Tee machen, heißes Wasser machen und einen Teelöffel von diesem Kurkuma-Honig-Extrakt reingeben. Wenn sich die Symptome am zweiten Tag schon gebessert haben, dann alle 2 Stunden, am dritten Tag nur noch morgens, mittags, abends und dann einfach so lange weitermachen, bis man das Gefühl hat, dass wirklich der Körper jetzt so weit ist, dass er eben den Virus bekämpfen kann oder eben die Bakterien bekämpfen kann, je nachdem, was ihr für eine Infektion habt. Es kommt natürlich auch noch dazu, dass dieses natürliche Antibiotikum nicht nur bei Bakterien hilft, sondern auch bei Viren, weil ja der Körper unterstützt wird und die körpereigenen Abwehrkräfte sozusagen wieder gepusht werden. Und das ist ja beim Antibiotikum nicht so. Antibiotika helfen ja nur wirklich bei bakteriellen Infektionen. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und es würde mich noch mehr freuen, wenn ihr auch auf meinen Insta-Channel rüberkommt und schaut, was ich da immer so treibe. Da poste ich auch immer ganz wertvolle Tipps und Tricks von meiner Seite her. Den Channel habe ich ja auch hier unten verlinkt.
Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bleibt gesund vor allem, macht es gut und bis dahin, tschüss!